Jeder Tag im Tierheim fängt mit Gassigehen an. Selbst der Chef, Horst Teilinger, schnappt sich einen Hund. Und kaum sind die Boxen frei, kommt die Putztruppe. Erstmal Frischluft. Gunther putzt hier jeden Tag, ehrenamtlich. Zusammen mit Eddie. Der hat hier einen festen Job gefunden. Die beiden arbeiten sich durch die Boxen, immer unter Beobachtung. Ich bin vom Hundehasser zum Hundenarr geworden. Tränken putzen, Decken austauschen. Da kommen wir viel zusammen, aber wir haben eine große Waschmaschine. Und die läuft auch ununterbrochen. Eddie und Gunther arbeiten schon seit Jahren hier. Für die Tierpfleger eine große Erleichterung. Sie können sich dafür den Tieren widmen. Fütterungszeit. Und nebenbei werden die Grundkommandos gelernt. Bloß keinen entwischen lassen. Azubi Lukas hat das gut im Griff. Und weiß auch, jeder Hund hat seine Eigenheiten. Einfach reingehen darf Lukas hier nicht. Weil der nicht mit jedem kann und ich kann zum Beispiel nicht mit ihm und deswegen schicken wir ihn raus, wenn wir sein Futter reinstellen. Es ist Zeckenzeit. Heute kriegen alle Hunde ein Spot-on oder ein Halsband gegen die Zecken. Für manche ein zusätzlicher Stress. Und Stress haben gerade Hunde im Tierheim sowieso genug. Das ständige Bellen, die Nähe der anderen und doch das Einsamsein. Alles zehrt an den Nerven. Aber die Tierpfleger und Tierpflegerinnen tun alles für ihre Schützlinge. Supidoki. Simon tut sich sehr schwer, ein Zuhause zu finden, weil er im ersten Moment sehr unsicher ist und bellt und knurrt. Aber eigentlich, wie man sieht, wenn er einen kennt, ist ein wunderbarer Hund. Und vielleicht kriegt er eine feste Gassigeherin. Ohne die ehrenamtlichen Gassigeher hätten die Hunde zu wenig Bewegung. Und wie in den meisten Tierheimen werden regelmäßig neue Gassigeher geschult. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr das Tierheim und auch die Hunde unterstützen wollt. Wie gehe ich mit einem fremden Hund um? Wie mit Stresssituationen? Es gibt klare Regeln. Bitte von niemand anfassen lassen, zu keinem anderen Hund hin. Erst die Theorie, dann die Praxis. Conny stellt den neuen Gassigehern die Hunde vor und macht klar, was Gassigehen für die Hunde bedeutet. Ja, also hier raus aus dem Tierheim, aus dem Stress, was andere sehen. Das ist Qualitätszeit, was ihr den Hunden dann bietet. Und dann geht's raus, üben. Mit einem fremden Hund an der Leine laufen. Ich würde euch mal in die Hand geben, dass man mal so ein Gefühl kriegt, gell? Super machst du das. Und man sieht schon, immer klasse, wenn der Hund verfressen ist, dann lernt er auch gern. Begegnungen mit fremden Hunden, Kinderwägen, Fahrrädern, alles Situationen, in denen die Gassigeher ihren Hund richtig führen müssen. Super, gut. Auf der Neckarinsel ist es halt ziemlich eng. Und im Neckarbaden leider tabu. Dafür gibt's bei schönem Wetter im Esslinger Tierheim einen Pool. Und wer sich verträgt, darf zusammenweinen. Heute sind Theo und Rex dran. Nee, der ist frei rumgelaufen, genau. Wahrscheinlich ist er im Wild hinterher und der Hundehalter konnte nicht heben, keine Ahnung. Der kam aus dem Wald gerannt, ist ins Auto gehüpft und dann hat sie nur die Tür zumachen müssen, da war er drin.
Wieder ein Fall für Jürgen Völker und seine Tierrettung. Das passiert so oft. Mitten im Wald, ein Hund, angebunden oder freilaufend, aber allein. So, jetzt gucken wir mal, ob du einen Chip hast. Da bleiben. Ja. Wer hebt ihn mal geschwind, dass ich mir die Chipnummer aufschreiben kann? Oh. Einen Chip hat er, aber ob er registriert ist? Also wenn wir jetzt keinen Besitzer rauskriegen, dann kommt er ins Tierheim. Aber ich sage immer, die Leute sollen gleich bei uns anrufen, wenn der Hund weg ist. Also, gleichfalls, danke, ciao. Für die Polizei ist der Fall erledigt. Und Jürgen Völker muss den völlig verängstigten Hund erstmal in die Transportbox packen. Entlaufen oder ausgesetzt, das ist wie immer die große Frage. Im Tierheim hat Manuela Schlattner als stellvertretende Tierheimleiterin Bürodienst und versorgt einen Gastpapagei. Der braucht schließlich auch frische Luft, Sonne und was zu essen. Apfeltraube, Melone, Gurke. Willst du es nehmen? Es gibt auch welche, die solche Sachen dann nicht mit den Füßen anfassen wollen, die dann erwarten, dass man es ihnen so lange hinhält, bis sie es gegessen haben. Weil das ist ja nass und bäh. Aber war jetzt nicht sein Geschmack oder keine Ahnung. Naja. Und schon kommt die Tierrettung angefahren. Jürgen Völker ist ein häufiger Gast auf der Neckarinsel. Heute mit dem Pfundhund im Gepäck. So ganz geheuer ist es dem hier noch nicht. Okay. Hallo, junger Mann. Er bekommt jetzt ein schönes Zimmer bei uns und dann hoffen wir, dass sich der Besitzer bald meldet, der ihn verloren hat. Noch schnell ein paar Fotos. Und während der Neuling sein Quartier bezieht, stellt Manuela Schlattner den Hund schon auf die Website. Ob er irgendwo registriert ist? Also das Allerwichtigste ist wirklich tatsächlich, weil die ja alle einen Chip haben, dass der Hund registriert wird. Also für mich auf den ersten Blick sah er jetzt nicht schlecht aus, sah gepflegt aus, hat ein relativ, finde ich, gutes, hochwertiges Brustgeschirr auch an. Von dem her würde ich da jetzt nicht unbedingt dann gleich drauf schließen, dass er absichtlich verloren wurde. Aber wie gesagt, man weiß es nie. Ein Besitzer hat sich bis jetzt leider nicht gemeldet. Hier heißt er nun Rocky. Nächster Einsatz für Jürgen Völker, eine Albino-Kornnatter. Anruf bekommen von einer Spaziergängerin und die hat uns einen Hinweis gegeben auf eine mutmaßlich nicht heimische Schlange. Aber die ist gut im Futter. Sieht super aus, ja. Und wie alle Nattern ungiftig. Aber eigentlich in Nordamerika heimisch. Hier bleiben kann sie nicht. Deshalb kommt auch sie ins Tierheim. Hier ist fürs Terrarium Michael zuständig. Da hat es noch Platz für die Neue. Hast du Durst? Komm, Meißlein, siehst du, hast Durst. Ob sie neue Besitzer finden wird? Grundsätzlich können wir auch Schlangen vermitteln. Ja? Ja. Doch alle 50 Meter. Im Wald hätte sie kein Wasser gefunden. Gut, dass sie hier ist. Und Jürgen nutzt die Zeit für eine Stippvisite zu Hause. Das Empfangskomitee freut sich. Und da ist noch jemand, der kuscheln will. Ein Waschbärbaby. Er war in einem Baumhaus drin, in einer Wohngegend. Und ich denke, dass ihn die Mutter dort hingelegt hat. Also da hängt schon viel Herzblut dran bei dem. Wir wussten ja auch nicht, ob er durchkommt. Völlig zerbissen war er, mit Fliegen, Maden übersät. Ich habe einen Dauerpflegeplatz für ihn, wirklich durch Glück. Und wenn er jetzt wieder ganz fit ist und alles schön verheilt ist, dann darf er dorthin. Denn wieder aussetzen darf man Waschbären in Deutschland nicht. So lässt es sich gut auf den nächsten Notruf warten, bei der Tierrettung Mittlerer Neckar in Eichwald bei Esslingen.
schläft noch jemand. Manuela Schlattner ist stellvertretende Tierheimleiterin und Eichhörnchenmama. Das mit den Eichhörnchen ist quasi mein Hobby. Jeder hat ja so sein Hobby und bei mir hat sich das so ergeben, dass es bei mir das Eichhörnchen aufpäppeln ist. Ist jetzt so in dem Alter, wenn sie dann auch schon anfangen, selber ein bisschen was zu knabbern, klappt das eigentlich auch schon ganz gut alleine. Aber Pipi machen, da braucht man noch Hilfe. Und da ist die Bauchmassage ganz wichtig. Und manchmal findet nebenher auch eine Vorstandssitzung statt, besonders wenn was Großes wie das Tierheimfest bevorsteht. Der Tierschutzverein hat 1600 Mitglieder und für sie ist so ein Fest die Gelegenheit, Engagement zu zeigen. Wir haben ganz viele Helfer, brauchen aber auch immer wieder, weil es ist schon ein Mammutprojekt. Und ein langer Tag. Seit 7.30 Uhr sind wir da und haben schon geputzt, aufgeräumt, alle Tierchen versorgt. Das steht natürlich an erster Stelle und ja, jetzt verkaufe ich Lose. Damit kann das Tierheim ein bisschen Geld einnehmen. Auch diese Spendenbox soll ganz voll werden. 3, 2, 1. Hiermit ist das Frühlingsfest eröffnet. Jawohl! Shopping für Zwei- und Vierbeiner. Darfst du nicht mehr zunehmen? Gell? Ausnahmsweise sind auch die Tierhäuser heute geöffnet. Eins haben alle gemeinsam, sie mögen Tiere. Als ich jünger war, hatte ich 2 Mückensittiche. Weil es einfach was Schönes ist mit Tieren. Dann kommt der Höhepunkt des Festes. Tierverhaltenstherapeutin Conny Nicolai stellt die Hunde einzeln vor. Herzlich willkommen hier bei uns im Tierheim, liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde. Vielleicht ist ja auch Ihr neues Familienmitglied dabei, das würde uns sehr freuen. Zum Beispiel Rex aus Rumänien, 5 Jahre alt, 2 Jahre davon im Tierheim. Und er war schon vermittelt. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass er auf der Couch doch lieber alleine sitzen will und es war für die Leute einfach zu schwierig. Jeder Hund braucht ein Zuhause, das passt. Aber es ist hauptsächlich der Herdenschutzhund. Vom eigenwilligen Herdenschutzhund bis zum lebhaften Setter. Fällt man doch nur positiv auf, wenn man mit so einem hübschen Hund Gassi geht, oder? Und dann kommt Rocky. Im Wald gefunden und keiner hat ihn abgeholt. Das war vor 4 Wochen. Er ist zu allen Menschen wirklich freundlich, auch hier im Tierheim zu den anderen Hunden freundlich. Vielen Dank, Rocky. Wir müssen Gas geben, sondern schon. Manchmal müssen die Besitzer ins Heim, wie bei Gizmo. Und ich denke, er wird auch nicht sehr lange bei uns sein, weil das ist einfach nur ein netter Hund. Sie kommt ursprünglich aus dem Ausland, da war sie noch ganz jung. Die meisten Hunde haben hier zum Glück ihre Bezugspersonen, die Pfleger und Gassigeher. Aber das ist natürlich kein Ersatz für ein Zuhause. Und manche Hunde sind noch nicht bereit für ein Zuhause, tragen Maulkorb, brauchen den Wesenstest. So, das waren alle Hunde. Wir bedanken uns alle sehr. Ganz viele unterschiedliche Schicksale und jeder hat es verdient. Und es steckt so viel in den Hunden, was man hier nicht sieht. Gerne, sehr, sehr gerne. Auch der hier saß mal im Tierheim Esslingen. Vor 7,5 Jahren. Und 2 künstliche Hüftgelenke hat er in der Zwischenzeit abgekriegt. Aber er hat es verdient. Tierische Geschichten, wohin man schaut, auch unter den Gästen. Und dann findet das Tierheimfest in Esslingen ein jähes Ende. Doch es hat sich gelohnt. 3.500 Euro konnten sie einnehmen. Alles für ihre Tiere.
Heute ist Tierarzttag im Esslinger Tierheim. Zum Glück gibt es gerade keine Notfälle. Aber immer genug zu tun. Julia Brönnistrote kennt ihre Pappenheimer schon ganz gut. Wolltet ihr eine Blutuntersuchung haben? Genau. Dann machen wir das doch erstmal und schauen, was da rauskommt. Noah ist Fremden gegenüber misstrauisch und so gar nicht stressresistent. Da muss der Maulkorb her. Am besten die Blutabnahme geht ganz schnell. Aber Bruno ist tapfer. Okay, passt. Wir haben alles. Wirklich? Ja. Super. Dankeschön. Bruno hatte Nierenprobleme, aber die Blutwerte sind jetzt okay. Gut gemacht. Noch kurz ins Kleintierhaus. Eins der Hängeohrenkaninchen hat mal wieder Ohrenentzündung. Und weiter zu zwei ängstlichen Fundkatzen mit Pilzinfektionen. Natürlich, da zwei bis dreimal am Tag was draufgeschmiert werden muss, das kriegt man bei denen halt nicht hin. Ja, natürlich sehr fett. Es tut mir aber auch immer leid für die Katzen, weil das für die einfach der Megastress ist. Ganz anders die zutrauliche Lili. Für sie ist heute der letzte Check hier. Nee, also das fühlt sich in Ordnung an. Also, der hat ein bisschen den Blick. Denn Lili hat das große Los gezogen. Sie darf heute noch in ein neues Zuhause. Hoch geht's zur Quarantänestation. Zu Benji. Der braucht ständig Medikamente und steht unter Beobachtung. Wie gut, dass immer die gleiche Tierärztin kommt. Ich glaube, wunderbar. Und es ist auch so eine Vertrautheit mittlerweile da. Ne? Und wir haben auch zu vielen Tieren, die hier ja leider teilweise schon länger sitzen, eine enge Bindung aufgebaut. Also ganz nett, ja. Benji war ziemlich lange in der Klinik, weil sie nicht gut ging. Deswegen kennen ihn alle und freuen sich dann, wenn sie ihn mal wieder sehen. Der kam hierher mit einer Beckenfraktur, die nicht behandelt wurde und hat einfach ein zu enges Becken gehabt und hatte immer Kotabsatzprobleme und wurde dann nochmal operiert und jetzt geht es ihm wieder richtig gut. Jetzt musst du aber wieder da rein. Und er sucht ein Zuhause, das das alles managen kann. Aber nur zusammen mit Freundin Sheila. Super, wir ziehen weiter. Weggelaufen und nicht mehr heimgefunden, Besitzer gestorben, alt und krank. Sie haben Arthrose, Diabetes, Bluthochdruck. Hier werden sie gut versorgt. Kannst du uns mal rein? Doch, lass du uns mal da rein. Ist diese Fundkatze trächtig oder kastriert? Eine Narbe hat sie schon mal. Nur der Narbe. Also Ultraschall nächste Woche. Und dann ist da noch Mischka. Völlig verfilzt hat sie sich beim Scheren furchtbar gewehrt. Die Wundklammern müssen raus. Wurde gefunden, als er auf einem Baum saß und nicht runterkam. Aber ich meine, so eine Katze muss ja irgendjemand vermissen, oder? Kein Mensch weiß, wie lang die da oben war. Wahrscheinlich schießt er diese Kunde. Abgemagert bis auf 2 Kilo war sie. Hatte eine schlechte Durchblutung. Kein Wunder bei der kurzen Nase. Das ist quasi die französische Bulldogge unter den Katzen oder der Mops. Und schlecht atmen heißt halt immer auch ein bisschen unterversorgt mit Sauerstoff. So, das ist für die Gertin. Halb verhungert wurde Gerti gefunden, 18 Jahre alt, anhänglich. Und bis letzte Woche hatte das Tierheimteam noch Hoffnung. Jetzt hat sie aber einfach noch mal massiv abgebaut, nimmt immer weiter ab. Und deswegen haben wir letzte Woche schon gesagt, wenn sich da keine Besserung einstellt, dann müssen wir die gehen lassen. Schwer. Wenn du den Kampf verlierst. Und kalt lässt sowas hier niemanden. Für die junge Lili. So, dann gehen wir mal ins Katzenhaus. Jawohl. Lili ist schon vorne dran. Ja, Lili. Sie darf zu Diana ziehen. Hallo, meine Süße. Ohne jegliche Angst. Ich nehme sie schon mal. Die Kleine. Hallo. Neue Zuhause, voll katzengerecht. Und hier wohnt schon jemand, der vorsichtige Spooky. Manchmal jagen sie sich sofort, dass man sofort die Trennung herbeiführen muss. Und jetzt in dem Fall ist alles ganz ruhig. Auch schön. Die
beiden werden sicher ganz schnell Freunde. Und im Tierheim Esslingen ist wieder Platz für eine neue heimatlose Katze.